Hier ist wieder der Benny von Besser Urlauben. Heute präsentiere ich euch meine drei Top-Restaurants hier in Camps Bay. Ja, zum einen, ich laufe gerade hier am Strand von Camps Bay mit Blick auf den Lionshead, mit Blick auf die 12 Apostel hier im Hintergrund. Wunderschön hier die Gegend, der Strand, weißer Sandstrand, smaragdgrünes Wasser, traumhaft. Kommen wir zu den Restaurants. Also, mein erstes, ist ja zu windig jetzt gerade. Also als erstes habe ich hier im Tiger's Milk gegessen. Das Tiger's Milk, das ist genau hier gegenüber. Dort habe ich gegessen ein Rinderfilet mit Beilagensalat und danach gab es noch einen Pfefferminzkuchen als Nachtisch. Also es war wirklich grandios, hat sehr, sehr gut geschmeckt und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Ich blende hier gerade so im Hintergrund ein bisschen die Bilder ein. Also das Fleisch habe ich immer Medium bestellt, hat alles bis auf den letzten Millimeter genau gepasst, so wie ich es haben wollte. Service war klasse. Was auch noch grandios ist, man sitzt oben, man hat einen Blick hier auf den Strand, auf den weißen Strand. Und ja, also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in Camps Bay seid, besucht unbedingt das Tiger's Milk. Kommen wir zum zweiten Restaurant und zwar war ich als zweites abends im Husser Grill geschrieben. Es ist ein Steak-Restaurant, da habe ich gegessen. Oh, die Wellen sind ganz schön hoch und cool hier gerade. Komm ein bisschen vorne hin, ich muss noch ein Stück zurückgehen. Im Husser Grill habe ich gegessen ein Ostrich-Filet. Ostrich ist Straußenfilet, 250 Gramm für sage und schreibe 13 Euro. Mit einer genialen Qualität, hat auch alles gepasst. Und als Beilage gab es da auch nochmal einen Salat. Und das letzte Restaurant, was ich euch empfehlen kann, ist das Kopfader Restaurant. Das ist hier in zweiter Reihe, das ist ein Fischrestaurant. Und das war wirklich sensationell. Also da kann man sozusagen entweder Sushi essen oder man hat in Buffetform, kann man sich auswählen, welchen Lachs man nehmen möchte, welchen Thunfisch. Möchte man Austern dazu essen oder möchte man Hummer dazu essen zum Beispiel. Also was ihr jetzt seht, das habe ich gegessen, das ist wirklich sehr, sehr lecker gewesen, war eine richtige Eiweißbombe. Klar sind da noch ein paar Kartoffeln drauf gewesen, mit dazu auch noch Gemüse und es war schon sehr, sehr lecker, also war wirklich genial. Also diese drei Restaurants kann ich euch nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Achso, das Coldfather Restaurant, das liegt hier etwas in zweiter Reihe, also man hat da keinen Blick auf den Strand. Oder man sieht ihn so ein bisschen, aber nicht so wie beim Tiger's Milk jetzt zum Beispiel. Und der Husser Grill habe ich auch, glaube ich, nicht erwähnt, wo er liegt. Liegt hier ein bisschen abwärts von dem Strand hier, aber auch so in zweiter, dritter Reihe. Aber Qualität vom Essen her, geschmacklich, von der Menge her, war alles, alle drei top. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal nach Südafrika fliegt, hier nach Kapstadt, Camps Bay. Ganz tolles Viertel hier, ganz, ganz tolle Ecke. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Der Wind ist sehr, sehr extrem gerade. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr Lieblingsrestaurants in Kapstadt habt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich bin öfters mal hier, dann gehe ich da auch mal hin und mache auch mal ein Video draus. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.